Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Das ist der zweite Part in Folge und wahrscheinlich auch der letzte für mich heute. Und ja, wir haben uns bei Isabella ein bisschen unbeliebt gemacht, das ist nicht so schön. Denn jeder weiß, Isabella kann man nur lieben. Und ja. Wegen des Buchs, das ihr heute Morgen gelesen habt, Hessarians Speer. Meines Wissens nach hatte er in den Legenden keinen Speer. Hier hat er einen. Lest die Beschreibung. Andraste kniete vor niemandem außer dem Erbauer nieder, aber sie hatte nicht mit Archon Hessarion gerechnet. Kann Hessarion die eng gewobene Verteidigung der Kriegerprophetin durchdringen? Wird sie vorbereitet sein auf die gewaltige Kraft seiner Macht? Moment mal. Isabella, das ist etwas Schmutziges. Soll ich es euch leiden? Nein! Seid ihr sicher? Es ist sogar bewildert. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Ihr beiden macht ja Dinge. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, hier gibt es nichts zu sehen, außer. Ich weiß es Taffy, nicht. Hierher, Mädchen. Magistrat, wir haben den Job erledigt. Ich möchte mein Geld. Ich fand euren Sohn. Meinen Sohn? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Gibt es noch einen anderen Magistrat, dessen Sohn Kinder ermordet? Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit? Haltet eure Stimme im Zaum. Ich werde meinen Sohn nicht verlieren, nur weil eine Handvoll Elfen sich lachhafte Geschichten ausdenken. Ihr werdet nie wieder davon sprechen. Gib mir Geld. Ihr habt für meine Dienste bezahlt, nicht für mein Schweigen. Und eines sage ich euch. Mein Schweigen ist ebenso teuer. Erpresst ihr mich etwa? Es ist ekelhaft und jämmerlich. Also schön. Nehmt. Ich will euch nie wiedersehen. Zwei Gold. Man sieht ja nie, wie viel Geld das da. Das ist doof. Ach schön, ich werde schweigen. Aber es heißt nicht, dass meine Gefährten nicht schweigen. Okay, dann such mal deine Katze. So. Losenden. Leute, während ich hier die ganze Zeit spiele, möchte ich das Spiel am liebsten auf der Konsole auch nochmal spielen. Sehr verwirrend bei mir. Hat sich gelohnt, hat sich auch gelohnt. Wesentlich mehr. Danke. Ich dachte schon, die Coterie würde mich endgültig beseitigen. Das Ganze war wohl eine Falle. Als ich ankam, um den Handel abzuschließen, waren da keine Zwerge, sondern nur Coterie, die uns erledigen wollte. Meine Leute haben sie erwischt. Ich bin weggelaufen in der Hoffnung, dass sie mich hier nicht finden, aber das war ein Irrtum. Ist das die Konkurrenzgilde von Ethanril oder so? Es ist eher andersherum. Ethanril ist das kleine Licht. Die Coterie kontrolliert den größten Teil des Verbrechens in Kirkwall. Und sie mag keine Konkurrenz. Du bist etwas jung für diese Beschäftigung. Ich bin 15.
gehe aber meist als Mann durch. Meine Mama wurde von dieser großen, gehörnten, dunklen Brut in Stücke gerissen. Nur ich und meine Schwestern sind noch übrig. Die Arbeit für Ephanuel ist der einzige Weg, die Mädchen durchzubringen. Warum nimmst du nicht, was Ephanuel dir gab und beginnst weit weg von Kirkwall ein neues Leben? Was meint ihr damit? In den freien Marschen gibt es jede Menge Ackerland. Da würden du und deine Schwestern sicher irgendwo eine ehrliche Arbeit finden. Mein Vater war ein Bauer, bevor die dunkle Brut ihn erwischt hat. Das wäre mir lieber als für Ethanrel zu arbeiten. Ich hole meine Schwestern. Bitte sorg dafür, dass sie uns nicht verfolgt. Mama. Ich glaube, das wird ihr nicht gefallen. Ephanuel. Diese Namen kann ich mich teilweise nicht umschließen. Kriege ich den Osteingang oder Westeingang? Ich meine, da gibt es sehr viele Ausgänge, aber nur immer einen. Danke. Und? Wollt ihr plaudern oder habt ihr meine Ware dabei? Ich sagte dem armen Jungen, er soll die Ware behalten. Wie könnt ihr ein Kind derart ausnutzen? Ihr habt was? Ihr habt meine Ware diesem pockennarbigen Bengel gegeben? Weichherzige Ferelderin, ich hätte wissen müssen, dass man keinem von euch trauen kann. Denkt nicht mal daran, jemals wieder für mich arbeiten zu wollen. Was ist denn los mit euch? Wenn ihr jemals dort drin sein solltet, müsst ihr unbedingt nach der Jägerhorn-Spezialität fragen. Ihr werdet es nicht bereuen. Alter, sind so feindselig. Warum? Ich verstehe es nicht. So, ich will jetzt gerne in die Unterstadt in den gehängten Mann. Guten Tag. Guten Abend. Okay, vielleicht auch Tag. Auf in den gehängten Mann, gehängten Mann. Ein bisschen mit Isabella plaudern, wenn wirklich das ist. Quietsch, quietsch. Ich hoffe, ihr hört mir das Quietschen meines Schreibtischstuhls. So. Der geengte Mann. Wo war die Waffe aus? Oh, Tatsache. Er ignoriert mich. Hey, ist mein Geld etwa nicht gut genug für euch? Oh, Hor, danke, dass ihr mir bei meinem kleinen Problem geholfen habt. Möchtet ihr mir zu unserem Sieg etwas zu trinken spendieren? Ich weiß nicht, ob das klug wäre. Ach, komm schon. Wenn man zu sehr darauf fixiert ist, was klug ist, vergisst man, was Spaß macht. Aber bevor ich es vergesse, sucht ihr immer noch Arbeit? Ich hätte da nämlich einen Freund, der ein wenig Hilfe braucht. Ist er ein Freund oder ein Freund? Ich habe ihn nie mein Schiff steuern lassen, falls ihr das meint. Nach allem, was ich gehört habe, hat er sein Ruder auch nicht besonders gut unter Kontrolle. Sein Name ist Martin. Er hat hier im gehängten Mann ein Zimmer. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Also, lasst ihr mich jetzt weiter trinken oder was? Es tut mir leid, aber wenn ihr euch nicht mit mir betrinkt, kann ich euch einfach nicht ernst nehmen. Was habt ihr getan, bevor ihr eine Piratin wurdet? Ich hatte einen Ehemann. Er hat mich nicht verprügelt und das ist auch schon das Beste, was ich darüber sagen kann. Also habt ihr ihn verlassen? Er wurde ermordet. Von meinem Liebhaber. Es war alles sehr antivanisch. Oh, dann möchte ich lieber nicht in Antiva leben. Mhm.
Wer seid ihr? Ihr seid aber nervös. Seht doch, wie er in der Ecke kauert. Was ist nur aus dem furchtlosen, tollkühnen Seeräuber von früher geworden? Ich bin kein Seeräuber mehr, Isabella. Ich bin jetzt ein ehrbarer Händler. Martin, bitte. Ihr würdet Ehrbarkeit nicht erkennen, wenn ich euch fesseln und damit verprügeln würde. Fesselt ihn. Ich finde schon ein wenig Ehrlichkeit. Sehr witzig, Isabella. Ihr sagtet, ihr fändet Hilfe für mich. Etwas Besseres habt ihr wohl nicht gefunden. Euer Freund ist überaus charmant, Bella. Ja, nicht wahr? Wollt ihr unsere Hilfe oder nicht? Ja, ich will sie. Ich brauche Hilfe dabei, herauszufinden, wo die Seeräuber meine gestohlene Fracht versteckt haben. Die Aufgabe ist so leicht wie ein Tavernenweib mit Holzbein. Und die Bezahlung ist obendrein ebenfalls anständig. Okay, anständig wie anständig? Ach du meine Güte. Warum sollten die Seeräuber eure Fracht wollen? Ist sie wertvoll? Woher soll ich wissen, warum sie sie wollen? Es sind nur Gewürze und Kräuter, nichts Besonderes. Ihr wart früher ein Seeräuber. Was ist passiert? Ja, ich war ein Seeräuber. Aber damals ging es nur um Schmuggel und ein bisschen Diebstahl. Das hat sich geändert, seit Yanto, dieser Wahnsinnige, hier die Macht an sich gerissen hat. Erpressung, Mord, Entführung. Er macht alles. Mein Geschmack ist das nicht mehr. Ich wollte raus, aber das hat ihm nicht gepasst. Seht ihr die Narbe an meinem Hals? Das war er. Hat mir die Kehle aufgeschlitzt und mich über Bord geworfen. Ich versuche ein neues Leben abseits von all dem zu beginnen. Aber er lässt mich verfolgen und stiehlt meine Fracht. Ein Neubeginn ist ein hehres Ziel. Wir können euch bestimmt helfen. Was haben die Seeräuber euch angetan? Sie haben ein Schiff auf die Klippen gezwungen. Meine Mannschaft und ich sind knapp mit dem Leben davongekommen. Sie müssen die Fracht an sich genommen haben, als sie an Land gespült wurde. Okay. Sind die Seeräuber in dieser Gegend ein großes Problem? Sie haben etwas Großes mit Kirkwall vor, wie ich gehört habe. Sie mögen jetzt noch kein Problem sein, aber das wird sich bald ändern. Es ist eure Fracht. Sucht selbst danach. Die Seeräuber suchen mich noch immer. Ich werde bestimmt nicht ihre Aufmerksamkeit erregen. Gut. Ich kümmere mich darum. Ihr müsst in den Docks suchen. Die Kisten tragen das Siegel der Hafenverwaltung von Olay. Daran könnt ihr sie leicht erkennen. Also. Ja. Ich finde eure Fracht, Martin. Ihr habt mein Wort. Ich habe mit den Seeräubern abgeschlossen. Und diese Fracht ist mein Schlüssel zu einem aufrechten Leben. Ihr erweist mir einen großen Gefallen, werte Freundin. Seid bedankt und lasst Vorsicht walten. Ja, Freundschaft plus 5. Ist das schon mal gut? Wir finden es auch behalten. Naja, nicht ganz, ne? Ich will mal kurz gucken, wie viel Geld wir haben. Okay, 15.000 brauchen. Ihr wart sicher schon mit vielen Männern zusammen. Männern, Frauen, Elfen. Einmal sogar mit einem Zwerg in Frauenkleidern. Aber das kann ich nicht empfehlen. Oh. Oh, ihr errötet. Weshalb? Wie viele Liebhaber hattet ihr denn schon? Ich hab nie. Ihr seid noch Jungfrau? Oh, ihr habt dem armen Mädchen etwas vorenthalten. Gönnt ihr eine Nacht in der blühenden Rose. Auf meine Kosten. Das ist überaus großzügig. Ja, so bin ich. Na dann. Das Gesindeviertel ist überfüllt. Jemand sollte etwas dagegen unternehmen. Aber nicht mit dieser komischen Schau. Aber die ist ja tot. Egal. Ich suche eine Fracht. Da habt ihr Glück. Fracht gibt's ja überall. Sucht euch eine aus. Ein Arbeiter, der nicht auf den Mund gefallen ist. Sowas trifft man selten. Was wollt ihr? Ich suche nach Kisten mit dem Siegel der Hafenverwaltung von Orlais. Hab keine gesehen. Tut mir leid. Redet mit dem Hafenmeister. Er hat bestimmt Informationen über eure Fracht. Er ist in seinem Büro. Hey,
Wenn du fertig bist mit Labern, können wir dann die Säcke von den Docks wegschaffen. So, jetzt kommt's. Seid beim Areal der Konari vorsichtig. Sie scheinen ziemlich weit zu sein. Ja, yeah, Konari. Der Bauer leite meine Hand. Vorsichtigkeit. Wachtpapiere! Ich glaube, ich habe sie verloren. Nun, dann könnt ihr eure Ware nicht löschen. Der Vicomte macht die Regeln, nicht ich. Vergesst die Papiere. Ich habe nur einige Fragen über eine bestimmte Fracht. Aiden, kümmert euch darum. Ich entschuldige mich in Liams Namen. Er ist wirklich überaus beschäftigt. Ich bin Aiden, der Gehilfe des Hafenmeisters. Ihr sucht nach Fracht aus Orlais? Wo weiß er das? Ich hab die Kisten gesehen, weiß aber nicht mehr wo. Wirklich schade. Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Das Geräusch von Goldmünzen fördert das Erinnerungsvermögen. Es heißt, das Leben zöge kurz vor dem Tod noch einmal an einem vorbei. Ihr werdet mich nicht am helllichten Tag umbringen. So dumm wäre niemand. Dafür bezahle ich nicht. Dann tut es mir schrecklich leid, dass ich nicht behilflich sein kann. Guten Tag. Liam verlässt sein Büro nach Anbruch der Nacht. Dann könnten wir uns hineinschleichen und uns seine Unterlagen ansehen. Jojo. Das Gesindeviertel ist überfüllt. Dann wollen wir das mal machen. Meinst du, dann hätte ich ihn mitten am Tag getötet. Bin ich richtig? Ja, Leute. Smiler. Sobald es Nacht wird, kommen sie aus ihren Löchern. Allerdings gibt es immer was zu verdienen, wenn man sie ausschaltet. So sagt man. Okay, da nicht nix. Komischer Bettler. Oder. Ja, Bettler. Bettler nennt man die. Ich habe gerade überlegt, ob man die Penner nennt, aber ich glaube, das ist falsch. Ihr habt eine Wache. Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Uah! Okay, Perfina, das war sehr gut. Du darfst. Du nicht so stark mit. Ich will ja auch noch welche haben. Ich hab. Mein Gott. Geld. Aus 27 toxischen Pflanzenessenzen mit einem ordentlichen Schuss Kobra-Gift, um den Spaß noch zu erhöhen. Dieses Gift tötet einen Menschen binnen 2 Atemzügen. Kann ich es haben?
Es tut mir leid, aber wenn ihr euch nicht mit mir betrinkt, kann ich euch einfach nicht ernst nehmen. Ja, wir schießen sie auf. Tot. Zwar alle. Und bald Level up. Und ich weiß nicht, was ich Level will. Ich würde es beinahe so sagen, dass wir nochmal wieder Geschicklichkeiten machen. Feinde? Nein. Oh, Gott sei Dank. Der Gehängte. Mann. Oder Ritter. Je nach Ladebildschirm. Ist trotzdem Mann. Obwohl, es gibt ja auch Ritterinnen. Je nachdem. So. Ihr schmuggelt Gift? Ich dachte, ihr wolltet einen anderen Weg einschlagen. Ich habe die Ware von einem offiziellen Lieferanten und werde sie über einen offiziellen Kanal verkaufen. Alles ist rechtlich einwandfrei. Es ist Gift. Es bringt Leute um. Ich verkaufe es nur. Was andere damit machen, fällt nicht in meine Verantwortung. Also, wo ist es? Wisst ihr, wo Alton Woodrows Lagerhaus ist? Händler Woodrows Lager? Ja, das kenne ich. Danke, werte Freundin. Eure Belohnung ist wohlverdient. Ich hole jetzt meine Ware. Sobald ich eröffnet habe, bekommt ihr bei mir auch einen Preisnachlass. Ja, Level up und wir wissen nicht, was wir leveln sollen. War Klug halt wichtig? Ich weiß es nicht. Aber Fähigkeiten weiß ich. What that? Danach können wir die einzeln. Was hat denn Isabella? Einfach Isabella nachmachen, dann funktioniert ja schon. Hoffe ich. Jo, das war unser Stichwort. Mal gucken, wie viel Geld haben wir denn jetzt auch? 36. Ah, die 50.000 sind noch ein bisschen weit entfernt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Unterstadt. Wo wir mehr oder weniger sind. Ich weiß auch nicht, wie wir rauskommen. Wo ist denn hier? Ah, ist die Tür. Und wer dann gleich noch ein Packfest annehmen. Im nächsten Part. Und zwar die beiden. Die sind hier schon. So. Das war ja schon, das ist noch Spieltipps. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Part und ich hoffe wirklich, dass die Safe Games nicht wieder verschwinden. Ich will die jetzt sicherheitshalber nochmal kopieren extra. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Achso, Aufnahme beenden. See you.